Ich war anfangs unsicher, ob ich dieses Video machen soll. Ich habe wirklich wenig zu sagen, außer ich habe Angst vor der Situation und ich bereite mich mental auf das Schlimmste vor. Deshalb wäre es nicht nur nett, ich will sogar, dass irgendwer im Kommentarbereich mir zeigt, dass ich komplett irrational bin und mich beruhigen soll. Ja, ich weiß, wir in Deutschland sind weit vom Krieg entfernt. Doch dass dieser Mann ganz allein die Kontrolle über diese Situation hat, macht mir extrem Angst. Ebenfalls habe ich extrem Angst, dass wir, der Westen, nicht die richtige Antwort auf die Invasion geben, wodurch wir das Ganze in 1 bis 2 Jahren wieder durchlaufen müssen. Eigentlich sollte am Sonntag ja ein lustiges Video über Karneval kommen, wo ich mich ein bisschen über dieses ganze Konzept und die ganze Aufmachung lustig mache. Ich hoffte in einer Twitter-Umfrage, dass ihr stattdessen das sehen wollt. Jetzt habe ich die unmögliche Aufgabe, meine Gedanken zu dieser Situation in Worte zu fassen und in 5 Minuten in ein Video zu verpacken. Als ich hörte, dass russische Soldaten an der ukrainischen Grenze stationiert wurden vor ein paar Wochen, dachte ich, dass es nur ein Bluff war. Sicherlich ist Putin nicht dämlich genug, einen Krieg herauszufordern. Vor allem, wenn diese Reaktion des Westens so unsicher ist und wir in einer Pandemie sind. Ein falscher Zug und aus einem schnellen Blitzkrieg wird mehr russisch Roulette statt einem tatsächlichen Krieg, in dem der Ausgang praktisch nur durch Glück entschieden wird. Ob pures Glück oder weil der beste Schachspieler der Welt mit der Planung beauftragt wurde, für Putin lief es bestens. Dann wurde es Montag und Putin erkannte die Unabhängigkeit von den Separatisten an. Und es dämmerte selbst mir langsam, dass ich ihn wohl falsch einschätzte. Und jetzt hat die Invasion begonnen. Jetzt, wo ich das schreibe, ist Tschernobyl schon eingenommen worden. Und die Armee nähert sich Kiew. Es würde mich nicht wundern, wenn Kiew noch vor Vollendung dieses Videos gefallen ist. Aber andererseits sind die ukrainischen Soldaten auch sehr willensstark und sie werden diese wichtige Stadt nicht einfach aufgeben. Das ist der erste Angriffskrieg in Europa seit dem Überfall auf Polen 1939. Wenn das der Führer wüsste, er wäre gottverdammt stolz. Ich bin echt nicht in der Stimmung, hier Witze zu machen. Und es wäre auch sehr unangebracht und respektlos gegenüber den Soldaten und Zivilisten, die das jetzt miterleben müssen. Ich war Kuchen TV. Und die Paralyse des Westens, insbesondere Deutschlands, lässt sich auf Jahrzehnte von Missmanagement in Betracht auf Russland zurückführen. Kaliningrad, Putin seine Macht aufbauen lassen, ungenügende Reaktion auf die Krim-Annexion, ökonomische Abhängigkeit von Russland und generell das Wunschdenken, dass Putin nach der Krim einfach satt ist und keine ordentliche Armee notwendig ist, um uns für den Ernstfall vorzubereiten. Die Geschichte wiederholt sich nicht, doch sie reimt sich. Und selbst wenn wir uns verteidigen könnten, es gibt Leute, die es trotzdem einfach geschehen lassen wollen, die Ukraine vor die Hunde werfen, vielleicht aus Naivität oder eigener Agenda. Ich würde das sehr gerne kommentieren, doch schaut einfach den ersten Satz vom Sans-Kampf in Undertale nach. Und ich kann mir nicht den Horror vorstellen, den gerade unzählige ukrainische Soldaten, Zivilisten
und genauso auch russische Soldaten, welche nicht diesen Krieg, welchen diesen Krieg vielleicht nicht haben wollen, mitkämpfen müssen. Wir brauchen jetzt nichts anderes als eine komplette Abschottung Russlands von unseren Märkten. Es wird wehtun, auch für uns. Doch es wird notwendig sein. Wir müssen uns jetzt auf das Schlimmste vorbereiten. Wir können nicht mehr zulassen, dass die Bundeswehr ein unfähiger Haufen Schrott ist. Wir können uns nicht mehr auf unsere NATO-Partner verlassen, wenn sich andere NATO-Partner auf uns verlassen. Putin bricht Verträge, unterwandert Politik von anderen Ländern, unterdrückt die eigenen Leute, verbreitet Propaganda, die Goebbels vor Neid erblassen lassen würde, begeht Kriegsverbrechen und sieht die Welt als sein Eigentum. Das ist nicht die Person, der ich Atomwaffen zutraue. Begeht bitte nicht diesen Fehler. Das Feindbild ist nicht der Russe, nicht Russland, sondern Putin und sein Bataillon aus Oligarchen. Russland ist nun offiziell ein feindliches Land gegenüber Europa und Amerika. Wir können es nicht länger leugnen. Wir dürfen es nicht länger leugnen. Und wir müssen Russland nun auch so behandeln. Und wie gesagt, ich kann nichts weiter sagen, außer was ich schon am Anfang des Videos gesagt habe. Ich habe Angst. Ich bereite mich mental auf das Schlimmste vor. Ich wünschte, ich könnte einfach ein normales, fröhliches Video machen. Und ich wünsche mir wirklich, dass jemand in den Kommentaren mir zeigt, dass es nicht so schlimm ist und ich mir nicht so Sorgen machen muss. Natürlich wird das hier nicht zum dritten Weltkrieg führen. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber es zeigt, es bereitet die Bühne vor, meiner Ansicht nach. Es zeigt Putin, wenig der Westen gewillt ist, sich ihm entgegenzusetzen. Danke fürs Zuhören.